Hi, ich bin Art von Arts Garten und wie man an diese Kiste hier kommt, seht ihr jetzt in diesem Video. Ich fange mit der Aussaat an, zeige dann ein bisschen die Entwicklung der Pflanze und gleich die Ernte und dann sehen wir uns wieder. Viel Spaß damit. Heute ist der 23.03. Ich ziehe den im Haus vor. Ich pflanze den alle Samen in ein Töpfchen, stecke die einfach ein bisschen in die Erde. Und hoffe, dass da schöne Pflänzchen bei rauskommen. Ich werde die nachher natürlich vereinzeln, wenn die ein bisschen größer sind. Jetzt nur noch angießen und das war es dann schon zur Neuseeländer Aussaat. Am 6.04. ist auch der Neuseeländer Spinat am Keim. Ist zwar ein bisschen langhälsig, aber es wird schon, wenn ich den bald rauspflanze. Hier mein Neuseeländer Spinat. Der wächst auch langsam. Ich denke mal, wenn der in die Erde kommt, wächst er besser. Am 11. Mai haben wir heute. Die Neuseeländer Spinatpflänzchen verzweigen jetzt auch schön. Am 28. Mai. Die machen sich jetzt echt gut. Die müssten jetzt auch unbedingt mal raus gepflanzt werden. Ja, sieht schon ganz gut aus. Hier habe ich zum Beispiel wieder am 21. Juni Neuseeländer Spinat draußen. Direkt neben Mangold. Ja, also der macht sich nicht so gut. Aber der hier im Gewächshaus zum Beispiel macht sich wesentlich besser im Topf, aber irgendwie geht er in Blüte und ich habe bis jetzt noch nichts geerntet. Ich weiß nicht, ob man, was man hiervon erntet so genau. Muss ich mal gucken. Ja. Man sieht die Neuseeländer Pflanze leider gar nicht mehr hier so richtig drin, aber es ist mega viel davon da. Hier überall kommen Triebe raus. Also hier ist echt viel zu ernten, das mache ich jetzt mal. Gerade schon ein bisschen angefangen. Mal gucken. Und die anderen Pflanzen sind auch extrem groß geworden im anderen Beet. So, ich habe jetzt mal hier ein bisschen geerntet. Neuseeländer Spinat. Das ist auch schon einiges. Aber zum Beispiel Mangold bringt natürlich viel, viel mehr. Ich habe zwar jetzt auch mehr Pflanzen an Mangold als an Neuseeländer Spinat gehabt, aber trotzdem, hier sind ja nur die kleinen Blättchen und hier hat man ja noch die Stängel dabei. Also Mangold bringt zum Beispiel mehr, aber ist halt mal was anderes, der Neuseeländer Spinat. Und es bringt ja trotzdem auch was an Ernte. Jetzt ist die Zeit gekommen, den Neuseeländer Spinat komplett abzuernten. Die ersten Fröste sind da. Bevor der dann eingeht, will ich dann alles abernten. Und dann komme ich gleich zum Fazit und ich zeige vorher eben noch mal kurz die Pflanze, wie riesig die hier geworden ist. Also da fängt die an bis da, oder bis da ist sie gewuchert, geht hier einmal komplett durch. Und da irgendwo habe ich die eingepflanzt und in die andere Richtung genauso. Also die ist riesengroß geworden. Und das vor allem, weil ich die halt abgeerntet habe zum Teil und sich dann immer wieder neue Triebe gebildet haben, wie man das hier sieht, frische. Und ja, ich ernte jetzt mal eben und sage dann noch ein bisschen was dazu. So, der Neuseeländer Spinat ist recht pflegeleicht. Ich habe eigentlich gar nichts gemacht, den nur ausgepflanzt im Frühjahr. Und ja, der schmeckt auch sehr, sehr gut und ist halt viel ertragreicher als normaler Spinat. Werde ich auf jeden Fall wieder anbauen. Und das Coole ist auch, man kann selber Saatgut gewinnen. Hier sieht man den Samen. Den kann man jetzt einfach rausdrehen. Der kommt hier in den Blattachseln. Und man kann ja dann trocknen und nächstes Jahr wieder einpflanzen. Mega cool. Das ist jetzt das Ergebnis von der einen Pflanze hier am Ende der Saison. Natürlich habe ich zwischendurch auch immer abgeerntet. Und dann kamen halt immer wieder neue Triebe. Das heißt, die Erntemenge ist schon recht enorm für eine Pflanze. Das war's zum Neuseeländer Spinat. Ich empfehle die Pflanze jedem.
der genügend Platz hat im Garten, weil die sich recht ausbreitet, wie man hier am Ende gesehen hat. Drüben habe ich noch eine, da muss ich gleich nochmal so einen Korb holen. Und ja, ach, wie gesagt, im Geschmack sehr, sehr gut. Wenn man den kocht oder auch anbrät in der Pfanne so. Also Top-Pflanze empfehle ich und bis zum nächsten Mal. Ach, checkt auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung meine Links zu Amazon ab. Wenn ihr das verlinkte Produkt oder irgendein anderes bestellt, könnt ihr oben eingeben, euer Produkt, was ihr bestellen wollt. Kriege ich eine kleine Provision ab, für euch wird das Produkt nicht teurer. Also Win-Win. Und da ist gerade eine Maus lang gezischt. Ciao!